habt es geschafft. Ich war mir nicht sicher, ob... Nun, ich bin froh, dass ihr hier seid. Nun also zu den Einzelheiten. Wir sind auf dem Weg zu einem fernen Fleckenland namens die Fuhlstrom-Heimstätte. Er gehört irgendeinem Tane aus Ostmarsch. Er ist im Krieg, aber sein Gesinde und seine Wachen sind noch da. Wir suchen nach einem Relikt, das man den Geowessen Schädel nennt. Wir schlüpfen in den Schatzraum, schnappen uns unsere Beute und verschwinden, bevor jemand was merkt. Danach teilen wir die Erlöse auf und gehen getrennte Wege. Eine Sache noch. Mir wäre es lieber, wenn ich kein Blut vergießen muss. Aber ich überlasse unsere Sicherheit lieber euch. Wenn eine Wache euch sieht, dann zieht euch in ein Versteck zurück. Klingt das gut? Dieser kleine Pott wird uns zu einem Blockadebrecher vor der Küste bringen. Mit ihm kommen wir in die Fuhlstrom-Heimstätte und wieder zurück. Ich hoffe, ihr werdet nicht so leicht seekrank. Ich werde leicht seekrank. Ich komme bestimmt irgendwie klar. Nicht das Geringste. Alles, was ihr sonst noch mitnehmt, könnt ihr selbst verhehlen. Vergesst nur nicht, warum wir hier sind. Wir gehen erst wieder, wenn wir den Geowessen Schädel haben. Der neueste Auftrag ist immer der größte Auftrag. So ist das Diebesleben. Ihr wisst ja, wie das ist. Nun, das ist der größte Auftrag, den ich je versucht habe. Aber ich habe recherchiert, für den Transport gesorgt und ich wusste, dass ich eine gute Partnerin brauche, um ihn durchzuziehen. Deshalb habe ich euch angeworben. Fester Boden. Endlich. Kälter, als ich erwartet hätte. Sehr, sehr kalt. Das Herrenhaus sollte ein Stück dort vorn liegen. Seid ihr bereit? Natürlich. Immer raus damit. Ich brauche ihn für einen Käufer in Abars Landung, was jetzt gar nicht wichtig ist. Bis wir den Geowessen Schädel haben, gibt es keinen Grund, über die Bezahlung zu sprechen. Über die ganze Heimstätte verteilt dürfte es Wachen geben. Wir suchen nach einem Torhaus. Sobald wir am Fallgatter vorbei sind, sollte es nicht mehr weit bis zum Herrenhaus sein. Dort werden wir den Geowessen Schädel finden. Gehen wir zum Herrenhaus. Schnell und leise. Die Wachposten bestehen aus Wachen von Windhelm. Eine Leihgabe an irgendwen von Bedeutung. Sucht euch ein Versteck, falls sie uns nachjagen. Das Wasser zwischen den zwei Gittern? Voller Schlachterfische. Diese Winde ist ein Problem. Einen Augenblick. Das klemmt. Versucht ihr, das Tor anzuheben, während ich die Winde drehe. Wir würden gute Partner sein. Ihr habt doch die Triche mitgebracht, oder?
Die Triche funktionieren bei diesen Türen nicht. Eine Art Mechanismus vielleicht? Das ist mal ein schlauer Tane, aber nicht schlau genug. Habt ihr auch ein Klicken gehört? Ich habe ein Klicken gehört. Kommt schon, finden wir den Geowessenschädel. Zieht euch das Eisenrad zur Rechenschaft! Was? Wer seid ihr? Oberinspektor Van Beek! Wir werden eurem Versuch, den Geowessenschädel zu stehlen, ein Ende setzen. Gesteht ihr auch, die Mitgift von Magnifica Falora gestohlen zu haben? Was ist eine Falora? Sie... Es spielt keine Rolle. Legt den Geowessenschädel zurück und ergebt euch. Oder stellt euch den Konsequenzen. Keine Ahnung, was er meint. Ich überlasse euch die Führung. Wer war das? Worum ging es da eben von wegen Mitgiften und Eisenrädern? Niemandem. Nun, ich hatte der Diebesgilde in Abars Landung eine Nachricht zukommen lassen. Sie klangen recht interessiert, was den Geowessenschädel anging. Abars Landung hätte unser nächster Halt sein sollen. Aber warum sollte dieses Eisenrad hier einen Hinterhalt legen? Seid ihr sicher, dass ihr noch nie von ihnen gehört habt? Natürlich, ihr habt recht. Das Eisenrad könnte jeden Moment zurückkehren. Wir müssen hier raus, und zwar schnell. Halt! Habt ihr das gehört? Da kommt jemand. Wer seid ihr? Ihr kennt mich noch nicht, aber ich bin ein Freund. Quen, nicht wahr? Zieht diese Uniform an und geht nach draußen. Das Eisenrad wird eine Wache von Windhelm nicht aufhalten. Ich gehe auf gar keinen Fall ohne meine Partnerin. Ich habe nur eine Uniform. Los, geht und holt euer Boot. Trefft uns dann am Ausgang der Katakomben. Danach können wir zur Diebesgilde in Abars Landung zurück. Ihr seid von der Diebesgilde? Na schön, ich treffe euch beide am Ausgang. Viel Glück. Ihr wird nichts geschehen. Sieht so aus, als würde uns nur der gefährliche Blick außen herum bleiben. Mir war gar nicht klar, dass ihr zu zweit seid. Wenn das Eisenrad das nächste Mal eine Falle zuschnappen lässt, bringe ich noch eine Uniform mehr mit. Ich bin schleicht leise. Und wir sind derzeit auf der Flucht vor dem Eisenrad. Über die Einzelheiten können wir immer noch sprechen, sobald uns die Flucht tatsächlich geglückt ist. Oh, was haltet ihr von Spinnen? Als ich mich als eine der Wachen des Herrenhauses ausgab, hat eine der echten Wachen diese alten Katakomben erwähnt. Er sagte, sie wären randvoll mit Spinnen. Wenn das nicht nur irgend so eine Redewendung der Nord ist, dann schätze ich, dass er wohl wirklich echte Spinnen meint. Nichts, was wir hier besprechen sollten. Doch ich verspreche euch, dass ich all eure Fragen beantworte, sobald wir dem Eisenrad entkommen sind. Hatte ich erwähnt, dass ich Angst vor Spinnen habe?
Hätte ich wohl erwähnen sollen. Ich versuche, mich zusammenzureißen. Seht, eine Gruft. In einer Gruft passiert doch nie etwas Schlimmes. Das Schöne ist, die hier haben nur zwei Beine.
Folgt mir! Wir haben es fast geschafft! Ich glaube, Sie haben mich nicht gesehen. Geht es euch gut? Ihr seid grüner als meine Lieblingsweste. Schon gut. Es geht mir gut. Ich hätte gern darauf verzichten können, in meinem Leben einmal durch eine Spinngrube laufen zu müssen. Aber wir haben es geschafft. Ihr hinterlasst wirklich viel Eindruck in Abars Landung. Die Diebesgilde und meine Gildenmeisterin, die euch erklären kann, warum das Eisenrad denkt, ihr hättet das gleiche Schicksal verdient, das sie uns angedeihen lassen wollen. Es ist ein eher unangenehmes Schicksal. Dabei spielen Brandeisen eine gewisse Rolle. Ihr seid eure eigene Herren, aber das Eisenrad ist unermüdlich und sie kennen jetzt euer Gesicht und das Gesicht eurer Partnerin. Dann sagt mir doch, wohin wir gehen. Ich würde Abars Landung vorschlagen, sobald wir dazu in der Lage sind.